Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen, werte Wrestling-Fans, hier bei Monday Night Raw in der verflixten Woche 13. Wir haben das Pay-Per-View hinter uns gebracht und ihr seht da unten schon, drei neue Fäden stehen auf dem Plan für Monday Night Raw. Und ich sage es euch gleich dazu, eine davon wird sich noch viel weiter entwickeln, als was man es für möglich hält. Aber wir gehen jetzt erstmal die Rivalitäten unten durch. Wir haben Brock Lesnar gegen Randy Orton. Wir haben Chris Jericho gegen den Roman Reigns von Super Jupiter, hiermit um den US-Titel challenged. Und wir haben die wiedervereinigte D-Generation X, die um die Tag-Team-Gürtel challengen. Also denn, so, was haben wir? Wir haben Batista gegen Booker T. Das ist schon mal schön. Wir haben Nikki Bella gegen Naomi, das ist wunderprächtig. Jeff Hardy gegen William Regal. Hardy ja nicht mehr mit von der Partie. Tut mir ja sehr leid um den Guten, aber ja, und wieder mal hat er verloren. Und da geht es auch schon los. Wir haben Chris Jericho gegen Roman Reigns in einem Submission-Match. Das werden wir uns danach gleich anschauen. Man möge meinen, es sei unfair. Randy Orton gegen Brock Lesnar in einem 1-gegen-1-Match. Ist auch schön. Und wir haben Ryback und Curtis Axel gegen Goldust und Cody Rhodes. Hiervon wird niemand gemanagt. Deswegen wird auch das jetzt simuliert. Die drei Matches für den heutigen Abend stehen. Und bevor wir jetzt anfangen, bringen wir noch schnell etwas Administratives aus dem Weg. Es hat in letzter Zeit ein paar Gerüchte gegeben, dass ich mit dem Ganzen hier aufhören will. Das stimmt so nicht. Es hat ein paar Raunzer reingegeben. Ich habe die Tabelle das letzte Mal vergessen. Mea culpa, es tut mir leid. Ich werde sie diese Woche auf SmackDown einhängen, die Gesamttabelle, damit jeder sieht, welcher Wrestler wo ist und wie und wann und warum. Und wie viel Marktwert das er hat. Falls sich jemand noch umentscheiden möchte und noch einkaufen möchte, alles noch drinnen, kein Problem. Was haben wir noch? Ach ja, richtig. Zu den Gerüchten, dass das Ganze bald enden wird. Das stimmt so nicht. Wir spielen jetzt mit dieser Anordnung noch bis zum SummerSlam, das ist das nächste Pay-Per-View. Und danach gibt es eine 2- bis 3-wöchige Pause. Was aber nicht heißt, dass das Ganze dann zu Ende ist. Nein, denn dann kommt, wie wir ja in den letzten paar Wochen schon mal drüber philosophiert haben, auch in den Kommentaren, dann kommt das dritte Roster. Dann kommt nämlich NXT dazu, wird den Mittwoch belegen. Und Superstars, beziehungsweise wie es hier heißt, Main Event, wird aus dem Programm genommen. Also es gibt dann keine übergreifenden Matches mehr unter der Woche, dafür halt wahrscheinlich beim Pay-Per-View mehr. Und das dritte Roster kommt komplett mit eigenem High-Class, also Main Event-Titel, dem NXT-Titel und mit einem Mid-Card-Titel. Und da bitte ich euch, bitte in den Kommentaren abstimmen, welchen Titel ihr da haben wollt und dafür aber bitte bedenken, es gibt keinen Create a Championship Mode in diesem Spiel. Das heißt, wir haben noch nicht den European Titel als Midcard Titel, wir haben noch nicht den Light Heavyweight Titel damals, den es damals mal kurz gab, wir haben noch nicht den Hardcore Titel. Es gab auch die Option auf den Cruiserweight Titel, wobei ich nicht weiß, ob das Spiel dann da irgendwie anfängt Mucken zu machen wegen der Gewichtsrestriktion. Aber auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, was ihr haben wollt. Ich persönlich fände den European Championship ganz cool. Dann hätten wir den US auf der einen Seite, den IC auf den anderen und im dritten Roster hätten wir dann den European. Das fände ich irgendwie ganz cool. Aber lasst es mich in den Kommentaren wissen. Also auf jeden Fall dranbleiben. Es ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn sie letztens angekündigt haben, dass SmackDown vs. Raw 2016, also sprich WWE 2K16, wie sie jetzt heißt, Ende Oktober rauskommen wird. Und da ist dann natürlich die Frage, ob man das Ganze resetten wird oder ob wir einfach mit dem 2K15 weitermachen, bis wir das komplette Jahr durch haben. Denn wenn man sich's mal durchrechnet, es geht sich nicht aus, dass wir das komplette Jahr schaffen, bis 2K16 rauskommt. Aber soll jetzt nicht das Thema sein. Wir starten gleich mal ins erste Match. Unser lieber Echo, oder besser gesagt mein lieber Kollege Echo, darf mit seinem Batista ran gegen Booker T, der ja im Draft zu Raw gewechselt ist.
Was hat sich noch ergeben? Ein kurzer Nachdraft hat sich noch ergeben. Stone Cold hat auf Raw gewechselt und dafür Big Show auf SmackDown, aber dafür, da gehen wir dann bei SmackDown eher drauf ein. So, und jetzt starten wir mal das Match. Ding, ding, die Glocke läutet und wir sehen gleich mal den Clinch. Ringen um die bessere Position, pure Kraft auf der Seite von Batista und die Finesse und die Technik auf der Seite von Booker T. Hebt ihn hier auf, jetzt schön in den Sleeper, wo er sich auf Batista drauflegt, der aber jetzt mit der Kopfschere kontert und jetzt da noch schon mal schön zudrückt. Man möge meinen, Batista hätte dieses Ringen gewonnen, aber Booker T bekommt eine Revanche. Go behind von Booker T. Snap over von Batista. Booker T steht wieder. Und seinerseits ein Throw. Liegt jetzt wieder drauf. Die Fans chanten schon boring, weil sie hier Action sehen wollen. Da ist der erste Punch mal von Batista, der sich ihn jetzt hinrichtet. Und Belly-to-Belly-Slam. Und sofort hört das Boring-Geschreie von den Fans auf. Batista hämmert hier auf Booker T ein. Der ist offensichtlich motiviert. Aber man darf Booker T nicht unterschätzen. Booker T, fünfmaliger WCW-Champion. Zack! Schöner Inverted Spinebuster von Batista. Jetzt holen sich hier. Zack! Ein Jawbreaker-Konter von Booker T. Der sich jetzt wieder Batista greift. Und zack, da lässt dann gegen sein Knie laufen. Booker T, definitiv nicht zu unterschätzen, war auch in der WWE mit Erfolgen gekrönt. World Heavyweight Champion war er, er war King of the Ring, vielfacher Tag Team Champion, auch unter anderem mit Goldust. Also man sollte einen Booker T nicht unterschätzen, auch wenn er jetzt gerade hier von Batista durch den Ring geschossen wird wie ein Kaugummi, den man nicht mehr kauen will. Aber da ist der Side Russian Leg Sweep Konter. Booker T absolut bei der Sache heute. Es freut mich, Book hier wieder zu sehen. Aber da ist der Konter. Belly to Belly Suplex von Batista. Hindert hier Booker T ein bisschen am Aufstehen. Prügelt ihn hier richtig in die Ecke. Jetzt wieder der Whip. Batista Anlauf und der Spear in die Ecke. Au weh, au weh. Das tut dann doch ganz schön weh. Jetzt die Storms von Batista, drückt ihm hier sein Knie gegen das Gesicht. Jetzt der Stomp in die, naja, das war schon eigentlich ziemlich in die unschöne Gegend. Keine Ahnung, warum der Ringrichter da jetzt nicht dazwischen geht. Wieder ein Whip von Batista, jetzt hebt er hier auf zum Spinning Slam. Batista schaut im Moment ganz gut aus. Zack, Power Slam von Batista. Und die Punches wieder ins Gesicht von Booker T. Schauen wir mal, wie Batista... Da, oh, da ist das Spear von Batista. Das könnte es auch schon gewesen sein. Batista ins Cover. Eins, zwei. Uff, ich hätte da schon drei gezählt. Aber Booker T kommt da nochmal raus. Ist nur die Frage, ob er das denn will. Ja, da ist der Konter von Booker T, der jetzt hier ein neues Leben eingehaucht bekommen hat. Suplex von Booker T rein ins Cover. Eins. Nein, nein, nein. Viel zu wenig Damage gemacht auf Batista, der ganz schnell aus dem Coverversuch rauskommt. Sich jetzt hier wegrollt. Oh, aber sich sofort wieder ein paar Hiebe einfängt dafür. Jetzt der Backbreaker von Booker T. Ja, jetzt das Match scheint sich zu drehen. Booker T jetzt wieder mit einem Standing Suplex. Und Batista, ich weiß nicht, Batista bringt es irgendwie nicht zusammen, hier irgendwie Offensive zu zeigen. Schöner Ellbogen ins Genick von Booker T. Die Slaps und die Punches, Batista geht wieder zu Boden. Was ist los mit ihm? Was ist das? Echo, red mal mit dem Typen, kann ja nicht sein. So, Booker T richtet sich hier Batista auf, der jetzt aber endlich kontert. Der Whip-In, Whip-In, zack, Shoulderblock und da liegt Booker T auf dem Rücken. Ossa, da ist ein Submission-Move von Batista, der hier anzieht wie nur was und Booker T tappt. Geht doch.
Batista holt sich hier den Sieg. Wird auch gut sein, verdammt nochmal. Will ja da gutes Talent haben, dass da unter meiner Fahne arbeitet. Kann ja wohl nicht angehen, dass die da jetzt anfangen zu verlieren. Nicht so wie Maxis Loser-Bande. Nein, ich liebe euch alle. Bis auf Maxi. So. Booker T besiegt von Batista. Wir sehen hier nochmal die finalen Minuten. Sehen Sie sich an, wie der sich zurücklehnt. Wahnsinn. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Okay, es war Booker T. Also Schmerzen, 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 Schmerzen. Sagt ja alles fünfmal der gute Batista. Lässt sich hier von seinen Hatern haten, weil feiern kann man ja nicht sagen. Aber jetzt schmeißt er sich dann doch noch auf das Seil und postet noch für die Menge. Schöner Sting, Batista. Schöner Opener für uns für Monday Night Raw. Und wir gehen direkt weiter ins nächste Match. Und als nächstes, glaube ich, haben wir ihn ja schon. Da haben wir schon unser Problemkind. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Verzeihung. Zuerst haben wir noch Chris Jericho gegen Roman Reigns in einem Submission-Match. Man möge hier einen Vorteil zu Chris Jericho geben, der ja doch eher der Submission-Spezialist von den beiden ist. Reigns ist ja mehr so der, ich hau dich jetzt einfach mal kaputt Typ. Und jetzt auch das Spiel um die bessere Position, wobei Reigns da jetzt momentan doch noch die Nase vorne. Nein, da ist der Konter von Chris Jericho. Und Suplex zurück in den Ring. Y2J hat ja beim Pay-Per-View seinen Titel gegen Dean Ambrose schon verteidigt. Jetzt ist der zweite ehemalige Member von Shield dran, sich den Titel von Y2J zu holen. Ja, schauen wir mal, ob der jetzt ein bisschen mehr Glück hat. So, da war jetzt mal kurz die Kraft von Roman Reigns zu sehen. Whip-In von Chris Jericho. Zack. Und der Lariat Swing bringt hier Roman Reigns zu Fall. Und ach, Jericho steigt ihm da ins Gesicht. Das ist eigentlich ziemlich heel von ihm. Man möge meinen, das tut man als Face Superstar nicht. Aber andererseits ist Chris Jericho. So, da ist jetzt der Konter von Roman Reigns. Mit dem Jawbreaker. Und da schnappt er sich das Bein. Und der Ellbogen sitzt. Zack, der Punch sitzt. Und wieder ein Ringen um eine bessere Position. Jetzt hat aber Roman Reigns den Arm. Dreht hier wie wild. Zack, und hinten ist er. Schafft's hier. Zwirbelt dann nochmal nach. Jericho muss die Hand ausschütteln. Und Reigns ist offensichtlich drauf und dran, aus diesem Kampf ein Wrestling-Match zu machen. Man möge es nicht glauben, denn Roman Reigns ist ja jetzt bei Gott nicht der beste Wrestler. Er mag Charisma haben, er mag seinen Superman-Punch und seinen Spear und diesen Standing-Dropkick haben. Aber von einem wunderprächtig guten Wrestler war ja jetzt nie die Rede. Jetzt hämmert er hier Chris Jericho auf den Boden. Genau, mein Freund. Back to the roots. Mach das, was dich groß macht und nicht viel zu viel anderes, wovon du keine Ahnung hast. Der Whip-In tut Jericho bestimmt in 3 Wochen noch weh. Aber durch einen Reversal hat der jetzt wieder die Offensive. Nein, hat er nicht. Belly-to-Belly-Suplex von Roman Reigns. Und die Punches fliegen wieder ins Gesicht von Chris Jericho. Naja. Reigns scheint es ernst zu meinen mit dem Titel. Zack, da ist der Ouch-Move. Thema Ouch-Move. So, Reigns setzt jetzt zum Submission an, ist aber, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Jericho sollte doch eigentlich hier in den Seilen sein, der Shiri bricht auch die Submission ab. Also, ein Facebuster von Chris Jericho, aber Roman Reigns wieder auf den Beinen. Nein, Neckbreaker, Swinging Neckbreaker von Chris Jericho. Jetzt wieder das Momentum ein bisschen auf seiner Seite, aber Reigns war zumindest der Erste, der hier ein Submission-Versuch gestartet hat. Aber wir wissen ja, wenn es dann um die Submission geht, welche davon Chris Jericho wahrscheinlich fliegen wird. Also ich glaube mal, man kann sich's denken, dass da irgendwann mal die Walls kommen und die Walls sind zerstörerisch. So, jetzt wieder
Wie zu Beginn des Matches, Jericho schmeißt da Reigns durch die Ringseile und holt ihn mit einem Suplex drüber wieder zurück in den Ring. Und schon langsam aber sicher merkt man, Roman Reigns geht dann doch irgendwo die Puste aus. Da ist wieder der Facebuster von Chris Jericho. Und jetzt glaube ich, setzt er dann an zum Submission. Ja, da ist er. Zieht da richtig fest zurück. Der Roman Reigns, noch tappt er nicht, noch ist er im Match. Wird er aufgeben? Ich bin mir da nicht sicher. Der Schiri sitzt in perfekter Position, sieht alles. Nein! Roman Reigns gibt noch nicht auf. Das hat man ja auch damals bei WrestleMania gesehen. Roman Reigns hält einiges aus. Hat die Suplex City besucht, hat die Suplex City, ich sag's mal, überlebt. Und der Superman Punch, und da trifft er! Zack, na geht doch. Da fällt Chris Jericho um wie ein nasser Sack. So, die Headbangs von Roman Reigns. Jetzt schnappt er sich hier wieder. Belly to Belly Throw. Jetzt liegt er eigentlich recht gut in der Mitte. Das könnte die Chance jetzt sein für Roman Reigns, hier den Submission-Versuch zu starten. Aber Chris Jericho schon wieder auf dem Weg nach oben. Zack, da ist der Spear, natürlich. Auf den hat er noch gewartet. So, und jetzt der Vice Grip. Eigentlich bekannt gemacht durch den Great Khali. Der zieht er richtig schön am Muskel nach hinten. Wird Chris Jericho hier aufgeben? Nein, wird er nicht. Kaum zu glauben, aber Chris Jericho. Und da natürlich, da sind sie. Da sind sie, die Walls. Der Turn kommt und zack, und da sitzt er. So, jetzt versucht hier Roman Reigns ganz, ganz, ganz dringend in die Seile zu kriechen. Er bräuchte nur die Hand ausstrecken, glaube ich, dann wäre er dort. Der Schiri unterbricht nicht. Roman Reigns ist sogar schon unterm Seil. Sag mal, was ist denn da los? Reigns jetzt wieder draußen und zack, da trifft der Codebreaker. Jetzt haben sie all ihre Finishing-Manöver ausgeteilt. Mal schauen, ob jetzt alles am richtigen Ort ist für Chris Jericho, um die Submission hier zu erzwingen. Aber Reigns rollt sich aus dem Weg. Zack, Backbreaker. Gute Vorarbeit, um eventuell mit der Wall nochmal anzusetzen und hier den Submission-Sieg endlich einzufahren. Noch ein Facebuster von Chris Jericho. Kaum zu glauben, das war jetzt der dritte in diesem Match. Und das, was Roman Reigns da hat, erinnert doch noch irgendwie an ein Gesicht. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, Jericho schwupp über die Seile. Ah, in den Rücken von Roman Reigns. Ja, das tut schon langsam richtig weh. Jetzt aber wieder der Reversal von Roman. Zack, da schnappt er sich und au! Ah, ein Headbutt hinten rein, das ist fies. Ein Throw. Und ich würde jetzt gleich wieder den Submission ansetzen. Aber nein, wir verprügeln lieber noch ein bisschen Chris Jericho. Ist auch in Ordnung. So, was macht Roman Reigns denn da? Der geht da auf die Top Rope. Das sieht man doch selten. Und der Ellbogen sitzt von Roman Reigns. Im Hintergrund die Fans. Denen dürfte das gefallen. Reigns jetzt wieder auf die Seile. Sag mal, was ist denn mit dem los? Zack, da trifft der Ellbogen ein zweites Mal. Kaum zu glauben, was der hier aufführt. Der scheint doch wirklich Wrestling gelernt zu haben. So, jetzt dreht er sich hier Chris Jericho um und jetzt wieder der Submission. Und ich glaube, jetzt wird das dann doch bald mal gewesen sein. Zieht und zieht an Chris Jericho. Aber der gibt nicht auf. Y2J hat keine Lust, hier aufzugeben. Reigns am Verzweifeln, aber das ist einfach die Vorarbeit von Chris Jericho. Der hat einfach Ahnung, wie man ein Submission-Match kämpft. Und jetzt seinerseits wieder der Submission-Versuch. Und Reigns hat auch einiges einstecken müssen. Das darf man hier nicht vergessen. Und zack, da klopft er ab. Y2J, Chris Jericho im Kampf seines Lebens. Da sehen wir nochmal den Spear von Roman, der Codebreaker von Chris Jericho. Ja, wir haben sie alle gesehen. Die ganzen Finishing-Manöver im Match hier. Und das war dann die gewinnbringende Kombination. Hier dreht er sich den Arm ein, setzt sich drauf und zieht Roman Reigns hier nach hinten.
und der mit Schwung klopft er hier ab und sagt, nee, du, mein Arm ist mir dann doch wichtiger als das Match. Da pfeife ich drauf, komm, lass mich da raus. Y2J Chris Jericho sichert sich hier wieder mal einen Sieg. Und ja, gratuliere Chris Jericho, ein United States Champion, wie er im Buche steht. Nicht so wie sein Vorgänger, der war ja mehr so die Lushi-Fraktion. Aber Y2J, perfektes Match von ihm. So, und jetzt kommen wir zum Main Event des Abends. Jetzt kommen wir zum letzten Match des Abends. Dann haben wir Raw auch schon wieder hinter uns gebracht. Ich meine, gut, es sind ja jetzt auch, glaube ich, so, Pi mal Daumen, knapp 20 Minuten, die wir schon wieder in der Aufnahme sind. Ein Match haben wir noch für euch. Randy Orton, 1 gegen 1, Brock Lesnar. So, und jetzt sollte Brock Lesnar mal zeigen, was er so drauf hat. Nein, er lässt sich hier lieber wieder von Orton am Anfang vorführen. Ja, wer weiß, vielleicht alles Taktik. Also wenn man Humi danach in den Kommentaren fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, ah, alles Taktik. Hier jetzt großartig viermal verlieren, um dann beim Pay-Per-View die Fehde zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob das drin sein wird. So, Lesnar jetzt den Kick gegen Orton. Orton zieht sich hier Lesnar in die Mitte, zeigt den Backbreaker. Man kann von ihm halten, was man will, aber Randy Orton, ein absolutes Wrestling-Talent. Zack. Da ist das Knie gegen Lesnar und gerade, dass er nicht sagt, mehr habt ihr mir nicht entgegenzuwerfen und er kämpft da ja immer ihn gegen Brock Lesnar. So, jetzt der Whip-In und da ist Orton jetzt auf dem Boden mit dem schmerzverzerrten Gesicht. Auch er hat eine Geschichte von Rücken- und Schlüsselbein-Verletzungen. Randy Orton hat sich damals gegen Triple H live beim Pay-Per-View ja das Schlüsselbein gebrochen. Ist ganz interessant mal anzusehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches Pay-Per-View das war. Es war auf jeden Fall in ihrer relativ langen Fehde. Somit muss das so um die 2009 gewesen sein. 2008, 2009. Es müsste 2009 müsste es gewesen sein, wo Randy Orton dann gegen Triple H gefädet hat in einem Last Man Standing Match und Triple H hat ihm dabei das Schlüsselbein gebrochen. Da sieht man dann, wie die Leute dann doch relativ spontan agieren können, wenn sowas passiert. Und zack, da ist der DDT von Randy Orton. Jetzt kehren wir wieder ins Match zurück. Geschichtsstunde ist vorbei. Jetzt die Stomps von Randy auf alles, was er findet, inklusive dem Pop von Brock Lesnar. Und da ist schon der erste Coverversuch. 1, 2, nö. Brock ist noch da, kommt da noch raus. Aber zack, da trifft der RKO. Jetzt blutet Lesnar auch noch und das will es gewesen sein. 1, 2, 3. Und Randy Orton holt sich hier den Sieg. Gratuliere Randy. Schön gemacht, dein Manager kann nicht viel dafür, weil der ist eine Pfeife. Aber Randy Orton gewinnt hier dieses Match gegen Brock Lesnar. Ja, ich glaube, ich werde mein Team noch mal ein bisschen überdenken. Als Chef kann ich das ja. Übrigens, für SummerSlam steht schon mal das Match. Randy Orton will hier ein Shake Hands mit Brock Lesnar. Der sagt, Alter, du weißt, was du mich kannst. Ich arbeite für den Chef. Und du meinst, du musst dich da die ganze Zeit querstellen. Du kannst mir gestohlen bleiben. Als Main Event bei SummerSlam haben wir ein Drei-Mann, also ein Six-Man eigentlich, Drei-Mann auf jeder Seite Tag-Team-Match, wo Maxi drei Leute in den Ring schicken wird und ich drei Leute in den Ring schicken werde, damit wir unsere kleine Techtelmechtel-Fehde ein für alle Mal beenden werden. Und wer das aller sein wird, das erfahrt ihr noch früh genug. So, das war's von Monday Night Raw. Es war mir ein Volksfest. Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das müsste dann Main Event sein. Bis dahin, pfiat euch, macht es gut. Tschüss und Baba.